krasser Stoff hier. Wart mal ein bisschen auf mich. Mhm. Kann ich tun. Ich treibe langsam. Und slowly. Könnt mal wieder Fernlicht anmachen. So, was kommt denn hier für eines? Bäume, Brücke, oh, Wasser. Was warum denn Motor Fee-Funktion, Alter? Was ist denn hier für ein Fluss? Das ist voll, voll lustig, wie lange er noch fährt, wenn man kein Gas gibt. Ganz los. Das okay, ist ja. Gib Gas. Gib Gas, Junge. Unbegrenzt. Bitschnitzel. Schnell kann man in Österreich fahren, 90 auf der Landstraße. 70 steht bei mir da. Ja, ist. Oh, Motorfehlfunktion, Achtung. Ah, gut. Ja, also besser, kann ich wenigstens schön jetzt vorbei. Ja, ich war. Ich hab extra so eine Seitenbegrenzung mitgenommen wegen dir, ne? Ja, wegen mir, ja. Jetzt musst du mir wieder die Schuhe schieben, oder was? Na klar, wegen dir. Weil du fahren kannst. Na klar, wegen dir, weil du so na, knapp überholst hier. Alter, ja, in dem Gebirge. Wenn hier ein entgegenkommt. Ach, kriegen, kommt kein entgegen. Kriegen dann einen Schreck fürs Leben. Ah, ich kann sie bremsen und ausweichen. Warum ist denn jetzt nicht mehr im Chat los? Haben wir die irgendwie verkrault? Kann das sein? Oder weil Dominik nicht mehr da ist? Das kann sein. Naja, also die anderen, die noch da waren, wahrscheinlich, die waren sowieso nicht mehr so gesprächig und die genießen einfach. Felix, diesmal so, wenn keiner was schreibt, genießen die einfach das Gameplay. Da ist das so gut, was wir hier machen. Das war ganz knapp. Da. Oh ja, das, die Kurve ist echt. Da brauchen wir, da können wir uns selber loben, wenn die nichts mehr schreiben. Achso, weil sind die es halt schön finden. Da sind die rundum glücklich. So ein bisschen, lassen die uns reden, ja, die Radio ja. So. Ah, oder Fernsehen. Dabei kommt Let's Plays an. So aus Höflichkeit eingeschaltet, da wird man ein paar Zuschauer bekommen. Eigentlich ist das alles doch Philipp. Der mag uns das so sehr. Das kann sein, ja. Dass der hier ja, mit verschiedenen Accounts und dann er schreibt da uns immer was. Der Dominik ist noch Scheiße, da. Wir haben Gegenverkehr. Hä, hey, wo denn? Ich sehe da gar nichts auf der Karte. Im Tab drin, aber. Achso, da, ja, im Tunnel kommt er uns entgegen. Ich komm eher. Warum hupen denn die Pfeifen, ne? Na, weil es ein Tunnel ist, da wird das so laut. Da kriegst du einen Hörschaden. Achtung, in der Kurve kommt jetzt ja, her. Ja, so eine Steilkurve. Unsere Spur mit benutzt. Na, der macht auf jeden Fall erstmal das Warnlicht an. Und der fährt erstmal auf dem Rasen mit so. Naja, siehst du, der hat so viel Angst vor dir, der muss auch erstmal ein bisschen ja, das auslenken. Ist richtig, dass der Angst vor mir hat. Ja, ich bin sogar hier in Österreich bekannt. Das ist gut. Also ich muss dann bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Jupp. Gut, na gut, dann wir fahren ja eh dieselbe Route, du fährst dann quasi nur weiter. Ja, ich wollte mal geradeaus fahren, weil da habe ich die Straße noch nicht erkundet. Da komme ich, glaube ich, aber auch wieder auf die Autobahn. Also, das wird. Na, viel du Spaß. Kannst du rechts abbiegen. Aber ich habe noch 200 Kilometer, ne? So kurz ist das nicht. Ja, aber ich muss ja trotzdem nach meinen Plagen, nee, nach meinem Kreis. Da Rainer ist noch da. Alle warten nur auf den nächsten Scheiße, Fels. Scheiße, ich fahre falsch. Kacke, ich fahre hier in die andere Richtung. Scheiße. Da war schon der nächste Fail, ne? Rainer, hast du gut geschrieben, das war perfekt. Ich dachte hier, ne, ich war doch nicht. Du kannst auf mich wieder warten, ich komm gleich, ich hab gleich. Scheiße. Ja, ich lass mich rollen hier mit einer 60 im Berg runter. Achso, das war jetzt der nächste Fehl, ne? Den sehen wir leider nicht auf Video, aber wir hören den auf Ton. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich komm angeschwattet. Einholen, nichts abbiegen. Sag Bescheid, wenn du mich mal so. Also gut, auf Tab sehe ich dich ja schon mal. Ja. Was ist denn hier für ein geiler See? Österreich. Ein geiler See ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Bodensee darstellen soll oder so. Bodensee ist weiter links. Weiter ist westlich. Ach ja, der ist an der Schweiz. Ja. Der Brennersee. Aber ich glaube, wir sind. Obwohl, wir könnten schon so weit unten sein. Ist das der Brennersee? Ich kenne mich da nicht aus. Du kannst, glaube ich, Gas geben. Du bist auf der Map auf jeden Fall wieder da. Und in der nächsten Kurve kommst du. Es gibt ja in. Wie hieß denn das in Italien, wo immer ganz viele Leute hinfahren zu dem See? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber der kann es nicht sein, weil das wäre Italien. Der Kostbudenhaus bei Leipzig, da kann es ohne sein. Kostbudenhaus. Ne. Ach shit. Das war so ein ganz bekannter Seefuck. Ja, den kennt man eigentlich auch. Da fährt man auch immer dabei, vorbei. Und Balaton war es auch nicht. Weißt du, was jetzt geil kommt? Jetzt kommen gleich voll die geilen. Siehst du schon auf der Map diese Kurven hier? Rechts, links, rechts, ach, links. Ach du Scheiße. Serpentin. Ja. Na, das kann lustig werden.
Mit meinen 19%. Ja, 19%. Also ich könnte ab und zu mal ausgehen, ne? Soll ich dich Boah, du überholen warst gerade lassen? einfach mal hinter mir. Ich überhole dich ja schon. Hier war gerade, hier war gerade. Nee, du kannst nicht mehr rüberziehen. Durchgezogene Linie, bleib jetzt links. Halt die Fresse. Da war gerade Überholverbot vor Ende, zu Ende. Nee, Anfang. Nee, warte mal. Da war. Überholverbot? Nee, da war das Überholverbot. Das kann man nicht sagen. Da begann das Überholverbot. Ja, das hat. Aber was war denn da zu Ende? Das mögliche das Überholen war zu Ende. Ja. Die gestrichelte Linie hat aufgehört. Ja. Na, und da war ein Schild. Ein Schild? War da auch ein Schild? Da war auch ein Schild, ja. Krass. So was Krasses haben die gebaut. Das echt, ist ja wirklich. Echt detailreich. Aber es ist finster, das ist es trotzdem, ne? Da ist mir egal, ob das Schild ist oder nicht. Ich habe extra Fernlicht an. Ich gebe immer Lichttube die ganze schnell. Zeit, weil ich habe Fernlicht, habe ich auf eine Taste. Ich habe es auf K. Ja, du hast ja Tastatur. K? Oh, schau geil, Carsten, du bist ein K, ey. Ich wollte dich die ganze Zeit die Taste halten. Hätte mich gewundert, wenn das alles nur aufs Lenkrad liegt. Ja, aber es. Gut, gute. Aber du kannst K, jetzt. Alter. Kannst du jetzt zusätzlich mit den normalen Tasten auch steuern? Mit welchen normalen Tasten? Na, so WASD zum Beispiel. Glaube ich nicht. Doch! Ich drück mal A und mein Lenkrad reißt da links rüber. Ich kann, glaube ich, auch mit WASD steuern. Okay, also ist das quasi nochmal extra und zählt nicht zur Tastatur allgemein. Wie lustig war denn das? Ich hab's leider nicht gesehen, du warst so. Das klingt auf jeden Fall lustig, was du hier so betreibst. Ich mach's nicht nochmal. Das ist zu krass für mich. Das ist mal lustig. Tastatur geht auch, ja. Weil da meine Lenkempfindlichkeit zu hoch ist, ja, wegen dem Lenkrad halt. Nice. Oh, ich fang grad ein bisschen an zu schwitzen. Was? Oh, ich bin dann links abgebogen in so einen Tunnel rein, du auch? Aber hier ist das, ja, es ist irgendwie voll detailreich, finde ich. Ist irgendwie viel besser als bei uns die Strecken. Ja, man hat nur so Tunnel, man hat hier so Berge, man hat so Begrenzung. Aber das ist ja auch die Standardstrecke, die kriegt man auch ohne DLC schon. Ja, ja. Aber du hast eben die DLCs wie Skandinavien und Going East, die sind noch detaillierter, die sind wirklich schön. Mhm. Das ist auch schön. Ich hätte dann gern noch so Süden und. Noch mehr Osten und Westen, keine Ahnung. Noch mehr? Nein, Süden ist ja wirklich schon bloß Italien oder was? Oder nur ja, nach Griechenland? Ja, ganz mal, ganz, na, Griechenland ist viel zu weit drüben, da musst du ja noch die ganzen ja. Baltische? Ne, baltische Staaten. Balkan, oben. Na, Balkan. Balkan, Balkanländer. Da hast du vielleicht ein paar Männer in die am Straßen. Ja, ich sag ja, wir machen am Ende noch hier ein WTS draus, also World Truck Simulator. Ja? Da brauchen wir dann keinen ATS mehr, das ist alles einfach verbunden. Das wäre so cool, wenn man einfach überall hinfahren könnte. Nur so bei China oder. Und dann die, ach, ich würde so gerne nach China oder Indien, wenn dann so die, oh, Indien. Wenn dann so da die Kühe, bremsen wegen den scheiß Kühen. Wenn dann so die Kühe auf der Straße rumlaufen, darfst du dann überfahren, kommst in der Hölle oder so, was haben die? Nee, kriegst schlechtes Karma. Ja, sowas. Das wäre so cool, wenn man dann noch so die Umgebung erforschen könnte. Tja. I'm back, Lord of Explosion, ja genau. Yo. Ich kann leider nicht mehr sagen, dass ich back bin, ich war gestern schon da. Ja, aber immer nur das und dann kommt noch irgendein Smiley und dann hört man auch nichts mehr von dem. Das ist immer ziemlich kurz, was die schreiben. Ein back, Punkt hat er bis jetzt geschrieben. Also der Punkt, der hat noch... Ne, das ist schon mal grammatikalisch korrekt. Achso. Aber das, nee, nicht ganz, das back müsste klein. Oder er will backen. Also, das kann auch sein. Nur das I'm halt mal ein bisschen multikultureller geschrieben. Und bei nach dem einen deswegen hat auch keiner Zeit schon Apostroph oder so muss dann erst so ein Strich um ja aber im Internet schreibt man also das steht ja im Back im Back no, im Back kein Einback ist ein im Back deswegen hat auch keiner Zeit zu schreiben, da muss immer backen nebenbei. Na gut, wir sind eigentlich so ein Backsender, eigentlich kommen hier voll die guten Rezepte bei raus, wie wir hier so fahren. Keine Ahnung, seit wann reden wir denn hier über Essen? Oder ja. Über irgendwelche seitdem. Substanzen, die man backen kann. So wie Meth und so. Ach so, Crystal. Also. Das kocht man aber. Ein bisschen Crystals Met. Jetzt kommt übrigens gerade das Smiley. Ah, es ist Doppelpunkt, der. Groß D. Und danach kommt nichts mehr. Danach wird wohl nichts mehr kommen. Danach kann kommt nichts mehr. Ich kenne das noch nicht. Ich bin da noch nicht so involviert. Ja, ja, ich habe jetzt schon Erfahrung gesammelt in den letzten Wochen. Ja, hab die Zuschauer schon studiert, was die so machen. Also hast du auch irgendwo Zettel liegen, wo du dir das aufschreibst? Nee, ich kann mir das noch merken. Ach, du kannst jetzt. Ah, gut.
da es nicht so viele sind, da es ziemlich übersichtlich ist, kann ich mir das noch durchaus merken. Also du hast also kein eidetisches Gedächtnis, was der Sheldon Cooper hat. Wie ist das? Eidetisches? Arithmetisch ist es auch nicht. Nee. Oh, er hat übrigens gerade was geschrieben. Naja, wenn ich nebenbei zocke, kann ich nicht die ganze Zeit schreiben. Dann aber ohne. Ist das auch so ein Höflichkeitszuschauer, der schaut uns gerne direkt zu, der zockt nebenbei. Damit wir ein paar Klicks kriegen, danke. Das ist immer schön. Eine Mongolei ohne Asphaltstraßen. Oh, cool. Ach ja, das. Oder so, oder Sibirien. Ich fahre jetzt mit nach Klagenfurt rein, okay? Ja, gerne. Von da aus suchen wir dann was über Graz oder so. Genau. Gut, Hammer. Da kann ich mich schon mal reparieren, bitte. 4 Milliarden hast du nur mittlerweile angehäuft. Ich habe keine Milliarden, ich habe 3 Millionen. Ach, hast du jetzt mal ein paar Mitarbeiter? Ja, ich habe 3 Millionen. 3,5 Millionen habe ich. Das reicht mir auch. Nee, Mitarbeiter. Ich hab 3 Millionen Mitarbeiter. Ich brauche nicht so viel. Ja, da habe ich auch Haufen. Die haben ja das Geld für mich verdient. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ich habe alle ostdeutschen Garagen habe ich voll. Alle mit Mitarbeitern außer der Leipzig. Der Leipzig ist meine Garage. Da stelle ich meine geilen LKWs rein. Da erinnert mich gerade hier an Russland, wenn man da so diese Matschstraßen hat. Da gab es mal so ein Spiel zu. Wie hieß das? Spinatiers oder? Spin Tires, ja. Das hast du doch mal. Das ist doch auch so mit Russland, oder? Was war das? Ja, genau. Da gab es so diese ganzen LKWs. Ja, genau. Und das könnte man doch hier auch noch mit einführen. Wenn man dann halt durch den Wald fährt im Matsch, dann ist das halt auch noch cool. Ja. Aber er könnte so viel machen in dem Spiel. Auch keiner macht das. Da könnte man auch aussteigen und da gibt es Waffen, die man so sammeln kann. Was, Waffen? Sterne. Bei dem Spiel? Echt? Was? Ich dachte, das war einfach nur zum Fahren so. Nein, ich dachte jetzt auch, was du jetzt in das Spiel einbauen möchtest. Das war dann GTA oder was? Nee, ja. brauchen wir nicht noch Waffen, das wird doch scheiße, da kommen dann die ganzen MW3-Kiddies und was. Da kann man dann den Zug fahren und sowas, dann hat man einen Train-Simulator. Naja, wenn man einfach alle Simulatoren irgendwie zusammenpackt, aber ich weiß nicht, ob das von der Performance her irgendwie geht, weil wenn da so viele Leute so viel machen, das müssen dann eine riesige Server sein. Oder man spielt einfach zu zweit und das ist der Rest ist NPC. So. Ah Gott, vorbeigefahren. Ich bin jetzt hier in Klagenfurt, ich weiß nicht. Na, ich fahre auch mit einer 110 durch die Stadt, so Standard. Bin ich jetzt im Fernsehen? Aber jetzt. Ja. Ja, im deutschen Rundfunk. Was sind wir, ProSieben? Nee, ARD, wir sprechen ein älteres Publikum an. Wir sind nicht so modern wie ProSieben. Ja. Mal ARD? Nee, ARD ist es oft mit Steuergeldern hier. Wir können da. Nee, ZDF Neo sind wir. ZDF Neo will ich sagen. Ach ja. Mit einem. Ach, Carsten, Mensch, hi. Wie heißt der? Hi. Oh, scheiße, ich muss noch gar nicht. Ich weiß, wen du meinst. Böhmermann. Ja, Jan. Unser alter ja. Wie hieß denn jetzt nur der See in Italien? Ist immer noch keiner Gardasee? Rausgefunden. Gardasee? Ja. Boah, Junge. Da hat das rausgehauen, Gardasee. Ja. Genau. Chaka. Ja, aber das war eben nicht, weil das wäre in Italien gewesen. Ja, aber das ist der See, den du gemeint hast. Ne? Das ist genau der See, den ich gemeint habe. Ja. Da fahren auch immer übelst viele hin. Wenn du mal zur Ferienzeit vorbeifährst, immer Stau auf der Autobahn, immer irgendwelche Wohnwagen rauf, runter, rüber, rüber. Oh, da war gerade Flugzeug, ist der Flughafen in der Nähe. Ja, das ist ja an der Autobahn, nice. Die Flugzeuge auch dann. Oh Gott, einmal komplett wenden. Toll. Das kann wieder was werden. Wo muss ich denn hin? Welche Parklücke? Ah, okay. Ja, das kann was werden. So, Konzentration pur, ich fahre jetzt einfach mal irgendwie. Egal ob da was ist oder nicht. Ich denke, ich komme zu weit links raus. Na, wenn wir jetzt nochmal komplett umlenken. Nee. Ach nee, die Parklücke ist hier drüben. Ah, ich war gerade an der falschen Parklücke. Egal. Egal. Na, von innen sieht man das so scheiße. Ich erkunde aber die Straßen, ich habe kein Problem. Das ganze Gepiepe können wir mal ausschalten. So, jetzt. Einfach nur. Fast gerade zurück. Bisschen. Oh, ja, hab schon mal meinen Truck ein bisschen kaputt gemacht. Ob das so geht oder bin ich da zu weit drüben? Ah, scheiße. Kennt ihr den Moment, wenn GTA 8 Stunden lädt? Wo soll denn das 8 Stunden laden? Nö. Hast du viel Mods drauf oder was, dass da nichts mehr lädt? Muss online gerade wieder dauern, weil. Na, noch ein bisschen.
Komm bitte. Ach, scheiße. Du hast anscheinend echt große Probleme beim Rückwärts einparken, kann das sein? Na, bis jetzt ging's. Gut. Aber jetzt klappt nicht. Ich hab noch zwei, drei Straßen noch. Aber die anderen, der andere Typ, der hier noch einparkt, der ist auch nicht viel besser. Ja, gut. Fühle ich mich nicht ganz so schlimm so. Ja, da, da stellt sich noch Behinderter an. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Na gut, und man spielt jetzt hier. Graz. Zufriedenstellend. Oh, hab ich meine Auftraggeber zufriedengestellt. Da will ich ihn. Hä? Warte mal. Wegen. Auf nach Graz. Wo sind wir? Wir sind in Klagenfurt. Am Genf, Bern, Tschechei, Dresden, kann ja auch was über Graz Tschechei, sein, Wien. Ja, hätte ich Tschechei oder Wien. Das geht beides über Graz. Tschechei, dann gleich was weiteres. Tschechei dann gleich. Okay, na gut, das ist auch Brno. Direkt an der Grenze. An der Tankstelle, die bei Stadt aus. Aber ich muss nochmal dann den Namen im Stream ändern, Scheiße, von wo nach wo wir fahren. So, wir sind jetzt in Klagenfurt nach... Du kannst ja gleich einstellen. Brin. Scherei. Nee, da waren ganz viele Konsumenten, warte. Nach... Scheiße. Brno. Ah, da kommt noch ein O am Ende. B-A-N-O. Sowas.